Hallo bei diesem kleinen Video, wo ich euch zeige, wie ich einen Bienenschwarm einlogiere. Als ich ankam, hing ein riesiger Schwarm in einer Tuja. Die ersten Bienen sind in der Kiste. Jetzt muss die Königin noch dabei sein, dann wird alles gut. Bienen sterzeln vor dem Eingang und locken so die anderen Bienen in die Beute. Es scheint zu klappen. Ja, soeben habe ich den gestern eingefangenen Schwarm aus der Kellerhaft geholt und kurz hier vor der Top-Bar Hive abgeschlagen. Die Bienen sind total friedlich, kein bisschen aggressiv, sterzeln und haben begonnen, in Richtung Beute zu wandern. Das ist echt ein Riesenschwarm. So einen großen Schwarm hatte ich noch nie. Wow. Dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ich vermute mal wegen des Wetters, dass die relativ schnell drin sind. Es sind ja auch nur wenige Bienen in der Luft. Die meisten, wie man sieht, sind auf dem Weg zu den Eingangslöchern. Sehr cool. Leider hatte ich kein Stativ dabei, deswegen habe ich versucht, die Kamera, also das Handy, irgendwie so zu positionieren, dass das irgendwie geht. Mehr schlecht als recht. Was ihr hier aber seht, ist, die Bienen sind vor der Beute auf einer Fläche, da habe ich einfach nur einen Pappkarton genommen, ausgekippt worden quasi. Die klumpen sich zu einem großen Schwarm zusammen über Nacht und das wirkt fast wie ein großer Brei, wie eine große zusammenhängende Masse. Die Bienen ketten sich da über Nacht auch zusammen. Und so sind das dann eigentlich keine Einzelindividuen, sondern ein großer Strom von vielen, vielen Bienen. Und das ist wirklich ein riesiger Schwarm. Ich hatte das ja schon im Video selber gesagt, so einen großen Schwarm hatte ich noch nie. Was ihr hier trotz der schiefen Bilder ganz gut aber erkennen könnt, ist, dass der komplett in Bewegung ist. Die Bienen bewegen sich zielstrebig auf die Beute zu, auf die Fluglöcher, sterzeln. Es sind auch ein paar Bienen in der Luft, die noch quasi die Schwestern, die zum Teil in der Kiste noch sind, einige wenige animieren zu folgen. Und auch auf diesem Fluss sozusagen der ganzen Bienen sieht man ganz viele kleinere Einzelbienen, die Schwestern anhalten, sich da zu bewegen. Ein sehr beeindruckendes Schauspiel immer wieder. So sah es nach etwa einer Stunde aus. Schon sehr viele Bienen waren in der Top-Bar Hive. Dieses Foto entstand kurz vor Mitternacht. Fast alle Bienen sind in der Beute. Und so sah es am nächsten Morgen aus. Die Bienen flogen sich eifrig ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einmal einen Kommentar da oder ein Like. Vielen Dank, viele Grüße vom Klausdorfer Naturgarten.